Jö, da wäre wieder. Auch wenn ich noch ein bisschen verschnupft bin, aber für eine Runde Daily und ein, zwei Versuche in der Mine dürfte es reichen. Also, doofer Mauszeiger weg, wir spielen mit dem Gamepad. Finde ich eh komisch, dass er nicht ausgeblendet wird, aber okay. So, spielen Tagesaufgabe. Mit unserem Standard-Mannequin. Jo. Und dann mal gucken, wie fleißig meine Freunde waren bisher. Jetzt haben es ja doch schon ein, zwei Leute gesehen. Und ich hoffe mal, auf der besten Liste stehen jetzt mehr als nur zwei Namen. Aber gut. So, darunter. Hops, hops, hops. Ja, diesmal werden wir nicht auf der ersten Ebene sterben. Was ist das für ein komisches Feld? Warum ist da Gold im Holz? Das ignoriere ich mal lieber. Ich komme noch nicht hoch. Du, geh mal kurz. Geh mal kurz runter. So, wir wollen gucken, was da ist. Ah, das geht gerade noch, okay. Ich muss mir echt noch dran gewöhnen, wie hoch dann man runterspringen kann, bevor man falsch ankommt. So, und wie wurde mir gesagt, ich sollte am besten die Vasen einfach jedes Mal schmeißen, falls da Gegner drin sind. Genau. Zing. Und es waren überall Gegner drin. Nein, nicht. Uaha. Au. Oh, ich höre eine Blondine. Da unten ist so ein... Ich wollte auf die Knochen springen. Sieht bisher echt nicht gut aus. So, und du stirbst. Komm. So. Also ja, ein absolut grottiger Run bisher. Deswegen gehe ich auch jetzt schon rein. Einfach nur, damit ich schnell das Küsschen bekomme, um ein Leben extra zu haben. Ja. Jetzt Gerogon, Konzentration. Die Musik ist schon mal komisch. Da ist eine Truhe, die abgeschlossen ist. Oh. Kommen wir da hinten irgendwo hin? Müssten wir uns durchbomben? Nee, durchbomben will ich nicht. Können wir dich mitnehmen? Ja, können wir. Flupp. So, du da lang. Oh, sehr schön. Flupp, flupp. Von der Truhe erschlagen. Komm her, Fledermaus. Oh. So, Peitsch. Peitsch. Also. Du kommst mit. Du kommst sowas von mit. Oh. Da ist die Blondine. Die Spinne da oben springt allerdings runter, sobald ich hier hingehe. Ach nee, die hat auch so ein Höhendingens. Also sie kommt nur runtergesprungen, wenn wir auf derselben X-Achse sind und Y. Das heißt, sie wird uns jetzt total ignorieren. Das ist ja schon mal gut. So, Blondine rein. Mit der Vase versuchen wir die Spinne abzuschießen. Hier so. Jo, sehr schön. Was haben wir hier Tolles? Eine Spitzhacke. Ein Teleporter. Ein Netzgewehr und ein Jetpack. Jetpack klingt sehr gut, aber da bräuchten wir noch mehr Gold. Kriegen wir irgendwie auf die Schnelle 15.000 Gold zusammen? Ich bezweifle es irgendwie. Außer jetzt ist hier ein Rubin drin oder sowas. Nö, ein popeliger Goldknumpen. Komm schon, der Geist kommt bald. Hops. Oh, du bist gar keine Vase. Du bist ein Stein. Oh, da oben ist was. 16.000. Ne, komm. Kein Risiko. Müssen wir halt zum nächsten Händler und da erst einkaufen. Und die Spitzhacke kaufe ich mir nicht, weil ich glaube, die war gar nicht so toll. Dann bekommt man eins, weil man nach unten buddeln. Und das für den Preis? Obwohl, ich guck mal, vielleicht haben sie irgendwas geändert. So, kaufen. Neuer Tagebucheintrag. Ein scharfes Werkzeug zum Graben, allerdings schlecht verarbeitet. Was wohl sagen soll, dass sie leicht kaputt geht. Rein. Und wir müssen es durchgehend in der Hand halten, was auch nicht so toll ist. Aber gut, noch ein Küsschen. Sind wieder bei 3 Leben. Weil wir sind bald so weit, wie wir am Anfang waren.
Falle wurde schon ausgelöst, das ist gut. Blondine ist in Sicht. Oh, okay. Es ist da unten noch mehr Stacheln. Das machen wir mal anders. Wir legen das hier hin. Wir legen dich dahin. Und wir bomben hier. Nicht darunter. Du bist eine sehr doofe Blondine. Ich wollte dich eigentlich werfen. Wie lege ich dich ab? So. Und die Blondine ist tot. Ja. Na gut. Hat sie selber Schuld. Kriegen wir halt kein Küsschen, was soll's. So, hier funkelt es ganz schön doll. Zing. Oh. Zwei Herzen. Das war jetzt schon das dritte oder vierte Mal hauen. Können wir im Flug hauen? Nein, können wir nicht. Das da können wir noch mitnehmen. Dass man es immer weglegen muss, ist ein wenig nervig, aber... Fünf, sechs. Das hält richtig häufig. Okay. Ich habe nichts gesagt. Die 7000 haben sich auf jeden Fall gelohnt. Was mit? Kaching, kaching. Oh, da ist eine große Spinne. Warte mal, ich probiere mal was aus. Bomben kann man hochschmeißen, richtig? Aber nicht so schräg. So? Oh, das ist keine Bombe. Oh, das geht doch. Oh, die fallen runter. Ja, das macht das Ganze dann sinnlos. Okay, du kommst mit. Raus, raus, rein. Und Level 4. Sehr schön. Ich glaube, das ist das weiteste, dass wir jetzt bisher in der Tagesquest gekommen sind. Sonst war das doch mal recht schnell zu Ende. Weil ich den Fehler gemacht habe, zuerst die Tagesquest zu machen und dann in der Mine zu trainieren. Was jetzt genau der Fall wieder ist, aber na gut. Kommst du da auch mal raus? Na gut, dann Hardcore-Methode. Und das kratzt dich gar nicht. So, du dahin, du... Löst das aus. Gucken wir erstmal da lang. Oh. Das war Glück. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Oh, Bomben. Zing. Wo ist meine Spitzhacke? Du bist nicht meine Spitzhacke. Oh, Tonk. Tschung, tschung. Ich versuche mal die Spitzhacke aufzubrauchen, wie lange das dauert. Nope. Und das wieder dieser komische Händler. Dem traue ich nicht. Ist so knapp vor dem Ziel. Ja, vor allem steht da keine Todesart. Erschlagen von einem zig Tonnen schweren Brocken. ja. Ich sollte an die Physik denken, bevor ich mit einer Spitzhacke unter einem schweren Stein was wegbuddel. Na gut, gucken wir mal, wie gut ich war. Hey, ich hab's geschafft. Sehr gut. Erster Platz. Wir haben Genius, Baum und Baumuku. Ist Baum ein Clan oder? Da müsst ihr mich mal aufklären. Und hier war ich Platz 3. Welcher Tag ist das? 29. Okay. Wuppdu, du musst mehr spielen. Du hast nur einen Tag gespielt. Ah gut, wir wollen jetzt zurück in die Minen. Spielen. Abenteuer. Zing, zing. Jo. Und gucken, ob wir ohne den Druck von der besten Liste im normalen Modus weiterkommen. Und ich habe jetzt schon... Achso, da oben war der... Genau, der Bombenmensch. Wo wir keine Bomben dafür hatten. Wände bewegen sich. Plopp. So. Priorität Nummer 1. Blondine finden. Ching. Komm. Und da.
Schlupp. Also was Edelsteine angeht, ist es schon mal ein recht schickes Level. Jo, ich lasse ihn mal leider stehen. Und ich höre einen Hilferuf. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht gut. Okay, das ist die irgendwo im rechten Kartenabschnitt. Da bei dem giftspuckenden Ding. Hier. Was zur Hölle? Jetzt höre ich sie auch nicht mehr. Okay. Das heißt, die kann ja nur noch hier in der Ecke sein. Natürlich nehmen wir noch mit. Jedes bisschen zählt und so. Oh. Falsch. Da ist sie ja. Oh. Na. Geh weg, du. Und die Steinfallen machen gleich zwei Herzenschaden. Und da ist noch eine. Hops. Nein. Ich hoffe, du lebst noch. Gut. Du kommst mit und gehst kaputt. Kein Glück in letzter Zeit. Ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, gucken wir uns das nächste Level an. Kriegen wir jetzt ein Küsschen, haben wir jetzt in dieser Etage nur ein Leben verloren. Eigentlich sollen die Level... Da komme ich auch wieder nicht runter. Eigentlich sollen die Level hier dazu da sein, dass man Lebenspunkte sammelt. Um es dann später einfacher zu haben, aber na gut. Oh, da ist eine Riesenspinne. Kiste und Blondine. So, du kommst. Zink. Fallschirm. Kann ich dich hier irgendwie so peitschen? Ich kann nicht bomben. Boom. Sehr schön. So, haben wir jetzt diese komischen Klebbomben? Oder haben wir die Möglichkeit, Klebbomben herzustellen, wenn uns noch irgendwas anderes in die Hände fällt? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das war nicht geplant. So. Flupp. Viel Gold, viel Gold. Wir hätten gerne die Kletterhandschuhe und würden gerne zurück, bevor sie aufwacht. Weil sie macht nur Unsinn. Geh, komm. Hier. So. Gar nicht erst anfangen zu laufen. Bleib. Kurz gucken. Mein Fallschirm hätte ja noch mehr Bomben. Mehr Bomben klingt gut. So, du. Kompass. Jo. Kompass ist auch praktisch. Also nicht jetzt unbedingt, aber wenn eine Geist später kommt, wäre es schon praktisch zu wissen, wo man panisch hinlaufen müsste. Hab's. Da unten scheint nichts zu sein. Können wir mit Frau? Ja, können wir mit Frau verschieben. Gut. Tonk. Das ist eine Dingensfalle. Das lösen wir anders. Wir machen... Hör auf rumzulaufen. Nein, nein, nein. Und sie sind definitiv klebrig. Da sind noch mehr Steinfallen. Ach ja. Also eigentlich wollte ich die Bombe weiter rechts legen und dann nach links laufen, aber... Weg hier. Ganz schnell weg hier. Zwei Ratten, ein Küsschen. Und denk dran, du... Oh, oh. Yikes. Ich wollte gerade sagen, denk dran, du hast diesen Klebehandschuh. Da kannst du ganz tolle Sachen mitmachen. Nein, das meinte ich nicht. Zink. Sowas zum Beispiel. Oh. Du spuckst nur noch rechts. Sehr schön. Ich nehme mich. Komm schon. Das ist der Nachteil am Klebehandschuh. Man bleibt überall hängen, wenn man falsch drückt. Und ich drücke recht häufig falsch. Oh, ein Götze. Flupp. Nun habe ich hier keinen Platz zum Ausweichen. Warte mal. Das können wir ändern. Wir nehmen jetzt den Götzen und hoffen, dass der Händler erschlagen wird. Yay! Sehr gut.
Leider sind aber auch alle seine Sachen kaputt. Wir haben eine komische Musik bekommen, weil wir jetzt Terrorist sind. Klopp. Und stipp. Da war irgendwas drin. Was war drin? Ein Smaragd. Also ja, man kann die Händler, wie man sehen konnte, umbringen. Ist normalerweise recht schwer. Die Steinfalle will ich nicht auslösen. Ist normalerweise recht schwer, weil sie eine Schrotflinte haben. Und auch noch recht viel aushalten. So, wo ist die Blondine? Oh. Ach, der andere Händler ist jetzt aggro. Okay. Genau der da. Deswegen ist die Musik auch so komisch. Aber da kann rumzappeln, wie er will. Da passiert nichts. Ich kann leider keine Blondine hören, während er da... Oh. Hopp, festhalten. Also ich kann keine Blondine hören, während der den Aufstand da macht. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt einfach so rausgehen. Außerdem kam der Geist doch gerade, also passt das. So, kein Küsschen. Ebene 4. Hier würde ich eigentlich ganz gerne einfach nur durch. Lebenspunkte wären mir egal, Gold wäre mir egal. Ich will einfach nur durch, um den Bomberman da einmal freizuschalten. Warte mal. Was zur Hölle? Ich hab nichts gemacht. Oder? Mag mich jemand aufklären? Was? Oh. Der Skorpion ist irgendwie aggro auf mich. Mag mich jemand aufklären, warum der Typ jetzt aggressiv geworden ist? Das sah für mich so aus, wenn der Skorpion ihn angegriffen hätte, aber... Na gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder eine Daily ausprobieren. Also, bis dann.